Hey Freunde, mein Name ist Max Oberüber und heute werde ich eure Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Das heißt, wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück nach dem tollen Intro, das echt mal aktualisiert werden sollte, weil es echt schon voll alt ist und dieser Typ nicht mehr aussieht wie ich. Ich glaube, er sah noch nie aus wie ich. Auf jeden Fall werde ich, wie gesagt, eure Fragen beantworten. Und falls ihr das nächste Mal dabei sein wollt, folgt mir auf Instagram, Snapchat, Facebook, wo auch immer ihr das machen wollt. Und je nachdem, wie aktiv ihr seid, seid ihr das nächste Mal dabei. Und falls ihr noch nicht kostenlos abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Und los geht's mit der ersten Frage. Die erste Frage von einfach nur Alina. Wenn du die Chance hättest, nach Köln zu ziehen, würdest du es tun? Das ist eine gute Frage. Ich bin so relativ oft eigentlich nicht in Köln. Also ich bin vielleicht 5-mal im Jahr in Köln. Also ist schon relativ viel, weil ich sonst eigentlich noch nie in Köln war. Ich glaube, das letzte Jahr war ich das allererste Mal in Köln und jetzt dieses Jahr schon 5-mal. Köln ist echt cool. Die Leute sind auch echt cool drauf so. Aber ich weiß nicht, ob ich nach Köln ziehen würde, weil ich glaube, Berlin und Köln ist nicht so ein Riesenunterschied. Ich glaube einfach, die Leute sind in vielen Teilen einfach cooler drauf, so entspannter. Aber ich glaube, ich würde erstmal in Berlin bleiben. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht geht es dann aber auch woanders hin. Vielleicht geht's, weiß ich auch nicht. Also erstmal ist es noch nicht geplant, aber ich bin manchmal in Köln, also vielleicht treffen wir uns da ja mal. Abonniert mich auf Snapchat, dann werde ich euch da berichten, wann ich da bin und wann wir uns treffen können. Lina fragt, hast du Hunger? Also ich muss sagen, eigentlich gibt es keine Momente, wo ich keinen Hunger habe. Also wenn dann nur 5 Minuten, dann habe ich wieder Hunger. Ey, es ist echt so. Also ich esse nicht so extrem viel auf einmal, aber ich esse immer, immer wieder, weil ich immer wieder Hunger kriege. Nach ein paar Minuten. Amy fragt, ob ich für meine Eltern zum Mond fliegen würde und ich frage mich, was der Sinn dieser Frage ist. Weil wenn ich jetzt für meine Eltern zum Mond fliegen würde, dann würde es ja bedeuten, dass meine Eltern auf dem Mond sind und ich zu ihnen fliege. Oder? Aber ich glaube, es ist eher so gedacht, dass jemand sagt, ey, du musst jetzt zum Mond, sonst passiert deinen Eltern was oder so. Aber wer sagt sowas? Weil, ne? Vor allem so ein, ich glaube, zum Mond zu fliegen ist so unglaublich teuer. Ich glaube, es kann sich niemand leisten. Ich glaube, ja, aber ich würde einfach ein bisschen arbeiten und dann, ja, dann fliege ich zum Mond. Ist eine Reise wert, bestimmt. Ist bestimmt cool auf dem Mond. Ist bestimmt echt spannend. Mellys Welt fragt, hast du schon mal etwas getan, was du im Nachhinein bereut hast? Das Ding ist, dass, glaube ich, jede Person, du und du auch, dass wir alle irgendwelche Dinge im Leben immer tun, die wir irgendwie bereuen. Aber genau diese Dinge sollten wir so als etwas Positives sehen, dass wir für die Zukunft wissen, dass wir das nicht mehr so machen würden. Weil wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es irgendwann später so, diesen Fehler. Und deshalb ist es eigentlich egal, wann wir einen Fehler machen, weil wir immer aus diesen Fehlern lernen sollten und das eher nicht als Fehler beschreiben sollten, sondern als Erfahrung, dass wir daraus lernen. Versteht ihr, was ich meine? Kam das bei euch an, Alter? Die nächste Frage von der Stefanius. Kennst du schon den neuen YouTube-Trend für 200 Euro Arsch anfassen? Meinst du, die Mädchen würden es bei dir zulassen? 200 Euro. Weil so, wie es formuliert ist, ist, glaube ich, so, ob die Mädchen das bei mir zulassen. Achso, nee. Also die Frage ist jetzt, ob die für 200 Euro meinen Arsch anfassen oder ob ich ihren Arsch anfassen darf. Aber ich denke mal, so gemeint, dass ich ihren anfassen darf. Und das Ding ist, also ich gucke ja auch so ein bisschen in die Trends und so, was da gerade für Videos sind. Und ich weiß auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Aber ich finde es lustig, wenn ich diese Videos gucke, dass alle Mädchen sagen, die echt nicht wirklich brav aussehen und nicht so aussehen würden, als wären sie die liebsten Leute der Welt, so. Die sagen alle, nein, für kein Geld der Welt, nicht mal für 1 Million Euro oder so. Aber genau die würden das bestimmt auch für 10 Euro machen, wenn die Kamera nicht laufen würde. Ja, das heißt, die Mädels tun so oft nett, weil halt die Kamera läuft und sie im Internet nichts Schlimmes sagen dürfen. Ist auch okay so. Aber trotzdem finde ich es immer wieder lustig, weil man genau bei den meisten Leuten weiß, die würde das auch für 10 Euro machen, dass man die irgendwo anfasst. Ja, und dann auch zu sagen, für 1 Million würde ich es auch nicht machen, für kein Geld der Welt. Weil ich glaube, jede Person würde das für 1 Million Euro machen, weil 1 Million Euro, das ist unglaublich viel Geld. Und da einmal kurz sich anfassen zu lassen, ist ja nichts Schlimmes, theoretisch gesehen. Oder? Auf jeden Fall, zu diesem Thema wollte ich kurz sagen, ich mache etwas in der Art, was, also vielleicht, ich bin mir noch nicht sicher, ich überlege gerade, ob ich das morgen drehe oder nicht. Und dann wird es Dienstag online kommen und es ist 1000-mal krasser als für 200 Euro den Arsch anfassen. Also solltet ihr auf jeden Fall am Dienstag um 18 Uhr einschalten. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich werde probieren, das morgen zu drehen und das wird der Hammer. Also
Schaltet am Dienstag um 18 Uhr ein, stellt euch einen Wecker, schreibt es da rein, abonniert mich, aktiviert die Glocke und dann wird das passieren und dann gehen wir in die Trends und... Okay, wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage. Ich steigere mich immer zu sehr in Sachen rein. Die nächste Frage von mrsd-a. Würdest du was mit einem Jungen anfangen? So, die Frage ist von Merced. Ich war mit Merced auf einer Schule und ja, also er fragt die Frage wahrscheinlich, weil er sich so Hoffnung macht, mit mir zusammenzukommen. Wir haben wirklich schon sehr viel erlebt und wahrscheinlich haben sich für ihn so weitere Gefühle entwickelt, aber Merced, ich muss dich leider enttäuschen, ich stehe leider nicht auf Männer, Jungs, wie auch immer. Ich habe nichts gegen die Leute, ich habe auch sehr, sehr viele Freunde, die auf Männer stehen, die bi sind, wie auch immer. Die sind echt cool drauf, aber ich persönlich, sorry, da musst du dir leider jemand anderes suchen. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Gut, die nächste Frage von Lilly.ame. Wann machst du nochmal ein Musikvideo? Das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie jetzt in letzter Zeit sehr oft solche Fragen bekommen und ich überlege gerade auch, wirklich sowas zu machen. Entweder wo ich nur Klavier spiele, wo ich Klavier spiele und dazu singe oder ob ich singe und das als Musikvideo mache. Das heißt, wenn ihr das haben wollt, beantwortet es einmal hier in der Infokarte, ob ihr das sehen möchtet oder ob ihr es nicht sehen möchtet. Ich habe das ja früher sehr oft gemacht. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerade für einen aktuellen Song habt, den ihr euch wünschen würdet. Und dann werde ich gucken, ob ich es für euch umsetzen werde, ob ich es für euch umsetzen kann. Und dann wird das coolste Musikvideo oder vielleicht auch eine Parodie kommen. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr lieber ein Musikvideo haben wollt oder eine Parodie oder was ihr haben wollt. Vielleicht auch eine andere Art von Video. Macht das einfach. Die nächste Frage von Julia Elf. Mir fällt leider keine Frage ein, aber könnte ich vielleicht das Video beenden? Ja, also es